Ich möchte sehr gerne fahren. Oh, war offen. Was ist denn hier? Genau so. Ah, okay. So, wer war das? Bah! Ich muss erstmal. Ja, alles zu, okay. Was ist jetzt? Das sind all meine Autos, ich darf das! Ja. Oh, wieder sehen, Leute. Ja, Sir, kann ich machen. Ich weiß, es ist unangenehm. Oh! Okay. Da draußen ist wieder eine Raver-Party! Das ist Deckung, Mann! Das ist eine Raver-Party, Mann! Ach so, ja, die war ja angemeldet. Wisst ihr, so, wo man vor dem Balkon beim Fitnessstudio hast du eine super Aussicht, habe ich eben gemerkt. Das ist in Ordnung? Ja, sicher. Gut, perfekt. An alle Kollegen, eine kurze Information. Vor dem LSPD haben wir als Überraschung eine Raver-Party für Sie veranstaltet. Diese Party ist inzwischen aufgelöst. Bitte setzen Sie Ihren Dienst einfach fort. So schreibe ich mein Tagebuch auf lass den Bauch. Lass einfach. Was ist denn das? Was macht denn der da? Ist die befeuert oder was? Ey! Lass mich meine Karre in Ruhe! Ey! Was ist das denn? Was ist denn hier los? Ey! Was machen Sie denn da? Wollen Sie direkt einen auf die Schnauze oder was? Lass mich meine. Ja, was für Fest, was kommt raus, Freundchen? Dann kriegst du aber mal richtig eine jetzt in die Nuss hier. Komm her! Warum sitzt du bei dem Dresch? Ja, bitte, bleiben Sie friedlich. Willst du direkt meine. Willst du meine Karre hier abschleppen oder was einfach? Kopf's nicht mit mir, du Affe. Klär das mit dem Kopf, ziehst du nur die ganze Zeit bei mir. Ja, und die sagen, schlepp ab, dann schlepp ich ab. Kommen Sie mal von der Straße runter. Warum soll der denn abschleppen? Kommen Sie mal von der Straße runter. Und Sie machen Ihren Job jetzt. Was genau. Ist denn da? Sind Sie befeuert oder was? Was soll das hier? Kommen Sie mit. Kommen Sie mal mit. Wie kommen Sie mal mit? Wie ist Ihr Name? Zeigen Sie mal bitte Ihren Ausweis. Warum deutet ihr jetzt? Jetzt. Am Anfang des Monats ist noch drin. Ja, wir sind aber gut im. Herr Kukum! Was los? Nix. Schreck mich doch bitte nicht so. Nee, es war gerade so ein Windböe. Ich war kurz durchgeschüttelt. Hat Arbeit. Brick in the wall. Wir ziehen die Knüppel. Da ist ein Flitzer! Flitzer? Da! Links! Der ist nackt! Ja, guter Groove. Gehört dazu. Black Soul, danke für 4 Monate. Und, ne, ich rufe dann später wieder an, mein Kumpel. Ja, wir treffen uns wieder. Okay, bis dann, mach's gut. Fahren Sie, was ist los? Das war mein Black Brother aus der Hood. In der Szene Black Soul genannt. Und jetzt fahren Sie doch weiter, wir haben noch einen Termin. Was ist denn los? Haben wir einen Motorschaden? Machen Sie die Motorhaube mal. Den ganzen Tag über ernsthaft bleiben muss, dann muss ich halt manchmal so ein bisschen Energie rauslassen. Und was machen Sie dann? Ja, soll ich das demonstrieren? Ja, ich meine, ja, klar. Aber damit wir dann Bescheid wissen, wenn mal irgendwann Beschwerden kommen, dann wissen wir, dass Sie das sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das authentisch rüberkommen kann, weil ich gerade nicht viel Energie zum Loswerden habe. Aber okay. Ich kann es ja mal versuchen. Ja. Aber Sie dürfen nicht lachen. Ich lache nicht, natürlich nicht. Das ist vollkommen eine ernsthafte Ermittlung hier gerade. Okay. Ein bisschen Angst. Ich mache halt da manchmal Geräusche, die gingen ungefähr so. Oh, jetzt kommt doch die Energie. Und warum? Ja. Was? Was ist? Scheiße, Mann! Erstmal ein paar Liter rumfahren. Haben Sie was Schönes erlebt im Urlaub, Chief? Ach.
Und sie so? Ja, ich war ja nicht im Urlaub, ich musste ja leider arbeiten. Ja. Können wir anhalten? Ja, ich stehe da, Frau Morell, was haben Sie denn für ein Problem? Ja, okay. Es ist halt ein Schlagloch. Ich guck mal gerade aufs Navi, sind wir noch. Ja. Wir trinken. So. Licht an, vielleicht. Licht an, bitte. Das wäre cool. Ach so. Ja. Licht ist eigentlich. Oh, okay. Ah. Viel heller, ne? Ah, sehen Sie, da geht uns allen ein Licht auf. Wunderbar, vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Officer. Ciao. Die haben so Dreck am Stecken, das glaube ich gar nicht. Ich spreche es direkt mit dem Chief ab. Bürger in Nähe von mit denen, die uns bald erschießen. Ne? Geil. Ich muss ganz schön, ich guck mal was auf dem Handy. Weißt du, was ich geil finde? Nee, ich habe mal eine Zeitung gelesen, die ist Amanda am Mittag. Boris! Kennst du das, wenn die Tennisspieler immer so machen? Ja! Ah! Ist das jetzt der Kowalski? Gentlemen, soll ich kurz noch rausgehen? Ja? Ja, bitte, gehen Sie weg! Immer wenn ich mich verliebe, kommt da so ein Sound raus. Ist ja schon mal aufgefallen. Und da klippt das. Ups. Er klippt das. Ich klipp das wieder. Was? Was steht denn da für ein Auto auf dem Bürgersteig? Nicht sein Ernst. Wer ist das? Ich hab keine Ahnung. Hol mal den ACLS an. ACLS, natürlich. So, gib Gas, Mann. Es ist... Alles, es bleibt alles, wie es war. Das sind halt nicht so große Stücke auf den, ne? Ja. Ich mag keine Lügner, Sir. Sie sind kein Fan von dem Mannequin. Wissen Sie, wen ich mag? Wissen Sie, wen ich mag? Im Internet Pornostars. Die sind geil, ne? Das wäre meine zweite Berufswahl tatsächlich. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, so richtig immer. Ich habe ja eh die ganze Nacht mit jemandem ficken. Letzte Nacht auch nur gefickt. Ja, was denn, Sir? Wir sind unter uns. Ja, Herr Muskera, Sie sind ja eh bald detektiv. Sie sind so gut wie befördert. Okay, ich bin einmal weg, Muskera. Ne? Ich fahre mit Ihnen Streife. Kommen Sie. Kommen Sie jetzt alle zum Arbeiten jetzt. Nee, der ist ja hinter Schloss und Riegel. Hier. Ja? Hier. Ja? Hier. Okay. Frau Walker, da haben Sie Klästin. Ja... Herr Klästin, ich brauche noch Ihre Nummer. Ja. Er knurrt aber der Magen. So. Schnell erreicht. Was heißt das denn? Ich verstehe nein, das nein. nicht. Nein. Nee, um Gottes Willen. Deswegen wollten wir nochmal mit Ihnen reden, ob wir uns verbessern können. Das war die Frage. Sie können sich verbessern, indem Sie dafür sorgen, dass Ihre Kollegen, die Schlampen, sich verbessern. Also die schlampig arbeiten, nicht falsch verstehen. Die, ja. Genau, die schlampig arbeiten. Ja, das ist ein Schlampenhermer. Das war... Das klang Das ist ein Geräusch in der Lunge, wahrscheinlich. Das klang aber gar nicht... Blut in der Lunge. Das klang aber gar nicht... Und welches Kennzeichen hatte er? Kennzeichen B42933. Ja. Warum wusste der das Kennzeichen? Heilige Scheiße, woher wusste der das Kennzeichen? Ja, Auffassungsgabe. Oder er hat irgendwas gesagt und sie haben sich nicht mehr erinnert. Tatsächlich, dann ist er sehr klug. Tatsächlich das. Dann kann das nicht mehr sehen. Auf jeden Fall parken können die Leute nicht. Einer steht auf dem Behindertenparkplatz quer. Oder? Der andere. Ja. Sven, das ist wie. Hier sind doch gekennzeichnete Parkplätze, ich weiß nicht. Ja. Warum stellen die sich jetzt alle so auf? Das ist eine gute Frage. Lass mir einfach mal nichts sagen. Was könnte wohl der Fehler sein? Gefunden. Ladies and Gentlemen, also ich freue mich verkünden zu können, dass das Parkdeck selber erfüllt ist und man keinen Parkplatz findet. Die gekennzeichneten Parkflächen sind deutlich zu übersehen. Oh, gut, dass wir eine Ausbildung machen, ey. Wir gehen ja aber mit was einfachen, mit einatmen und ausatmen. So die Basics zum Überleben. Es kommt, ich habe schon ein Argument. Ja, komm, ja, okay. Machen Sie raus. Sie lassen betonen, Sie es auf mich einregeln, Sie Herr Garson. Sie betonen Jeremy ja Meyer, extra. Komm. Ich mach jetzt sofort aus! Sie betonen ja ich extra, jetzt gerade beim MD gewesen, bei den Leuten, wenn ein Schwarzer, das ist ja ganz wichtig, dass...
Ja, würde ich auch sagen. Der ist nach Los Santos gekommen, weil er in Ägypten immer so ausgebeutet wurde. Weiß. Verstehen Sie? Worauf ich... Ja, hier hat es dann besser erwischt. Der kommt gar nicht auf die Idee herzukommen, ne? Der Besitzer des Taxifahrers, des Taxis, bitte einmal... Sklavenhaltung. 25 meldet sich aus dem Funkkreis ab. Der Besitzer des Taxifahrers. Das geht doch nicht, Sir. Was ist los mit ihm? Ach, da sitzt ja einer drin. Ist das der Besitzer des Taxifahrers? Fahren Sie weg, Sir. Bitte, ich schäme mich. Danke. Sie können das Bild auch riechen, wenn Sie möchten. Aber ich würde es Ihnen empfehlen. Das hing ja schon im Puff. Hat der Chief bei der letzten Razzia im Puff mitgehen lassen? For free. Der klaut den Puff die Bilder. Hören Sie das? Yes, Sir. Nee. Immer noch negativ, Sir. Negativ, Sir. Nein. Also, ich höre die ganze Zeit jemanden stöhnen. Sollen wir das mal erkunden im Gebäude? Sie bleiben mal ganz schön ruhig, Pearson. Ich sehe schon, Sie bauen ja gerade den Stuhl vorne schon nach oben. Können Sie als Presslufthammer draußen arbeiten? Kopf. So. Sie noch mal eine Handy von Herr Carsten oder so, Herr Sir. Wissen Sie was? Der Pearson war in seiner Freizeit übrigens Maler und Tapezierer. Er hat immer weiß gestrichen. Na egal, auf jeden Fall. Oh mein Gott. So, umgeben für den Kollegen, lassen wir das mal. Das so, man muss ja auch mal lachen. Streife 6. Soll ich so sprechen wie der Sparks? So Streife tief, 6. So tief, wie du ja? Kannst. Warte, noch nicht. Warte, vielleicht vergessen die Streife, die am Ride so. Medizinerpunkt vorbeigefahren ist. Welche Streife sind sie? Soll ich das sagen? So tief wie du kannst. Das war unsere Streife. Wiederholen Sie, komm. Streife 6, komm. Sparks. Das sind Ehrenschulden. Ich gehe wieder mit Plus raus. Er flüchtet. So. Chief! Lauen Sie ab! Lauen Sie ab! Sie haben keine Chance. 10,99! Lauen Sie ab! Hallo! Was? So. Mann! Beim Chief. Oh! $2,000! Du bist ruhig! Aua! Zweite Mal schon! Sie müssen nicht so lachen! Frau Collins! Gut, dass Sie den Schlag abgefangen haben. Sehr gut. Ich hab's nur geschubst. Sehr gut. Sanchez, hören Sie mich? Alles klar, danke Ihnen. Bis dann. 24,7. Okay, hab ich mir gedacht, weiter unten. Oh, ja, da muss jemand ganz drin. Mal kurz neu starten, sonst funktioniert's nicht. Er muss. Sorry. Ja, machen Sie mal, kein Ding. Machen Sie neu. Machen alles neu hier. Die Meldung liegt in Winewood West bei dem 24/7 Store in Richtung Neustart? Zum Winewood Boulevard. Er hat sein Handy, geil, hat ja gerade ein Telefonat, vielleicht muss er von hochfahren. Ja, stimmt. Hat sich aufgehängt, ist ja auch so ein Grund- und Chip-System. Macht Sinn tatsächlich. Ja.